Das ist der Startpunkt unserer Tagestour zum Askja-Vulkan. Wir befinden uns neben der berühmten Ringstraße Nummer 1 am Abzweiger der F901. Der Vulkan liegt südlich. Wir erreichen ihn mit dem Geländefahrzeug über eine 100 Kilometer lange Piste mit den Abschnitten F901, F905 und F910. Für die Rückkehr werden wir die Parallelpiste F88 im Westen nehmen. Schon nach einigen Kilometern erreichen wir die kleine Ortschaft Mödruladur. Weiter geht es durch eine ziemlich eintönige Wüstenlandschaft auf der F905. Ein kleines, stehendes Gewässer versperrt uns die Piste. Wir halten uns an die Regel, die Piste nicht zu verlassen, und passieren das Gewässer frontal. Wir sind jetzt bei den beiden auf den Karten eingetragenen Furten auf der F910 angekommen. Diese können einfach durchquert werden. Die Piste verläuft jetzt nach Westen auf den Fluss Krepa zu. Im Hintergrund als markanter Visierpunkt der Vulkan Herdubreit. Wir haben jetzt den Fluss Krepa erreicht. Hier wurde in den 60er Jahren eine massive Brücke gebaut. Die Wegstrecke führt jetzt durch eine sandige Bimsteinwüste mit großen Lavabrocken. Hier führte die NASA im Rahmen des Apollo-Programms in den 60er Jahren Astronautentrainings durch. Am Fluss Jökulsá überqueren wir nochmals eine Brücke, die letzte. Die Jökulsá-Brücke verschafft uns den Zugang zur F88, die von hier aus gemeinsam mit der F910 zur Askja führt. Der breite Rücken der äußeren Askja-Caldera taucht am Horizont auf. Wir nähern uns Dreki, einigen Schutzhütten am Fuße der Askja. Wir fahren weiter auf der Straße F894 an den Ausgangspunkt zur Besteigung des Kraterrandes. Hier hat vor 2 Tagen eine Spezialmaschine den Schnee geräumt. Wirklich alpine Verhältnisse. Nach etwa 8 Kilometern erreichen wir den Parkplatz.
Auf einem längeren Schneefeld kann der Kraterrand erstiegen werden. Bei der Ankunft auf dem Kraterrand, nach etwa einer halben Stunde, wird man mit einer fantastischen Sicht auf den Kratersee belohnt. Der See hat einen Durchmesser von gegen 5 Kilometern und ist mit 200 Metern der tiefste See von Island. Neben dem eigentlichen Kratersee gibt es den wesentlich kleineren Explosionskrater Viti. Mit einer Wassertemperatur von 20 bis 30 Grad ist dieser eine Badegelegenheit für sportliche Touristen, die den steilen Ab- und Aufstieg von 200 Metern nicht scheuen. Wir nehmen die gleiche Piste zurück nach Dreki und zur Kreuzung F910, F88, die wir bereits kennen. Auf unserem Rückweg fahren wir jetzt geradeaus auf der F88. Die Landschaft wirkt hier monoton, gibt aber einen eindrücklichen Blick auf den Vulkan Hertubreid. Bei der Hütte von Hertubreid erreichen wir die erste von drei auf der Karte eingezeichneten Furten. Die Furt ist einfach zu passieren. Die zweite Furt, Linda, ist die tiefste, das Wasser ist aber langsam fließend. Die dritte Furt erreichen wir in einiger Entfernung. Sie wird Grafalanda genannt. Der letzte Abschnitt der F88 führt der Jökulsa entlang. Die gesamte Wegstrecke der Tour beträgt 205 Kilometer. Die reine Fahrzeit ist etwa 5,5 Stunden. Ankunft an der Ringstraße Nummer 1.